Forum zur Landtagswahl von Wiesbadener Kurier und Wiesbadener Tagblatt. Aus der Aula der Wiesbadener Elli-Heuss-Schule, live übertragen von Rockland Radio. Astrid Wallmann, Michael David, Matthias Wagner, Reinhard Schüttke und Hartmut Bohrer, alle im Gespräch jetzt hier in der Frage, welche Schule wollen wir? Bildungspolitik stand zur Debatte und auch das interessierte Publikum brachte sich ein zu Themen wie G8 oder G9, Grenzen der Inklusion, Ganztagsschulen oder zu Fragen wie: Es wird ja diskutiert, das Sitzenbleiben abzuschaffen. Frau Wallmann, was halten Sie denn davon? Also wir werden das Sitzenbleiben nicht abschaffen, weil es ein sinnvolles Instrument ist, um Lernstoff auch, der versäumt worden ist, nachzuholen. Und es gibt Studien, die auch belegen, dass die Persönlichkeiten gefestigt sind und auch am Schluss das Schulziel, das sie sich wünschen, auch erreichen. Ja, damit sind Sie sicher einverstanden? Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Ich sehe, dass die Nichtversetzung als eine pädagogische Maßnahme in einer Reihenfolge von pädagogischen Maßnahmen, die andere Aspekte auch enthält. Und je besser das alles funktioniert, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht am Ende die Nichtversetzung stehen muss, die zugegebenermaßen für die Schüler durchaus schmerzlich ist, für die Eltern auch, aber unumgänglich, wenn man klar Position beziehen will. Wie halten Sie es mit dem Sitzenbleiben? Abschaffen, wenn die Grünen an die Macht kämen, oder ja, es einfach dabei belassen, man kann einfach sitzen bleiben? Ja, es gibt heute ja schon sehr viele Schulen in Hessen, die auf das Sitzenbleiben verzichten. Das sind die integrierten Gesamtschulen. Die haben dann andere pädagogische Konzepte, die dann nicht es erforderlich machen, dass, wenn man in drei Fächern beispielsweise nicht gut ist, dann das ganze Jahr in allen Fächern wiederholen muss. Diese pädagogischen Konzepte wollen wir auch anderen Schulen zur Verfügung stellen. Aber ganz klar ist, die Schule muss das wollen, die Eltern müssen das wollen. Ansonsten bleibt es beim Sitzenbleiben, wenn die Eltern das wollen. Was haben Sie denn gegen das Sitzenbleiben? Nun, Sitzenbleiben stigmatisiert die davon betroffenen Kinder. Wir setzen darauf, dass durch individuelle Förderung und kleinere Lerngruppen die Kinder dazu gebracht werden, dass Sitzenbleiben vermieden wird. Das sieht unser Konzept der Gemeinschaftsschule vor und das wollen wir eben genauso umsetzen und langfristig dazu kommen, dass Sitzenbleiben absolut vermieden ist. Herr Bohrer, auch die Linke ist ein Gegner des Sitzenbleibens, aber was stört Sie daran? Ist das so schlimm? Also ich sage auch ganz persönlich, im Hinblick auf meinen Erfahrungshintergrund als Lehrer und als Schulpsychologe über die vielen Jahre hinweg, dass Sitzenbleiben überwiegend negative Auswirkungen hat. Und die Aussage, die Frau Wallmann gemacht hat in der Diskussion, dass Sitzenbleiben die Persönlichkeit stärkt, halte ich für zynisch. Ja, unterschiedlicher könnten die Positionen teilweise nicht sein. Sitzenbleiben ist als Thema nur ein Beispiel dafür. Wir haben eine spannende Diskussion erlebt, aber am Ende hängt es am Wähler, wo er sein Kreuzchen setzt, wer die nächsten Jahre in Hessen regieren wird und die Schulpolitik entscheidet.